Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Calc. Auswählen von Elementen in einer Tabelle oder einem Tabellendokument. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Elemente in einer Tabelle oder mehrere Tabellenblätter in einem Tabellendokument auszuwählen. Zellen auswählen. Zellen können auf verschiedene Arten ausgewählt werden. Einzelne Zelle. Linksklick in eine Zelle. Zum Beispiel C5 oder E4. Sie können Ihre Auswahl mit einem Blick auf das Namensfeld überprüfen. Bereich von zusammenhängenden Zellen. Ein Bereich von zusammenhängenden Zellen kann mit der Tastatur oder der Maus ausgewählt werden. Zellen mit dauerhaft gedrückter Maustaste auswählen. Um einen Bereich von Zellen mit dauerhaft gedrückter Maustaste auszuwählen, folgen Sie folgenden Anweisungen. Klicken Sie zuerst in eine Zelle, zum Beispiel C3, drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt. Bewegen Sie nun die Maus so lange über den Bildschirm, bis der gewünschte Block von Zellen markiert ist. Lassen Sie nun die Maustaste wieder los. Zum Beispiel hier C3 bis E7. Zellen ohne dauerhaft gedrückte Maustaste auswählen. Um einen Bereich ohne dauerhaft gedrückte Maustaste auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus. Klicken Sie in eine Zelle, zum Beispiel C3. Bewegen Sie die Maus auf die gegenüberliegende Ecke des auszuwählenden Bereiches. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste einmal mit der linken Maustaste. Also zum Beispiel hier C3 und E7. Umschalttaste drücken und mit der linken Maustaste drücken. Oder D3 und I8. Zellen ohne Maus auswählen. Um einen Bereich ohne Maus auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor. Navigieren Sie zu einer Zelle, die eine Ecke des auszuwählenden Bereiches sein soll, zum Beispiel C3. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, die Shift-Taste, um mit den Pfeiltasten die weitere Ausdehnung des Bereichs zu bestimmen. Zum Beispiel dann F9. Sie können einen Zellbereich auch durch Eingabe der Zellbezüge ins Namensfeld auswählen. Klicken Sie hierzu ins Namensfeld, hier oben, und tragen Sie einen Bereich ein, indem Sie die linke obere Zelle und die rechte untere Zelle mit einem Doppelklick getrennt eingeben. Beispiel. Um den Zellbereich A3 bis C6 auszuwählen, tragen Sie ein A3, A3 Doppelpunkt C6, Enter. Oder zum Beispiel C3 Doppelpunkt H10. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!